Das werde ich definitiv nicht zulassen, dass ihr solche Gespräche mit dem Fürst und dem sehr wahrscheinlich noch den Meisterball abkrallt oder sowas. Moino Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Gelb, die Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir hier in diesem Sylphscope-Gebäude stehen geblieben. Und wir haben die ersten 5 Etagen schon abgeschlossen. Und das heutige Ziel wäre es dann, natürlich die restlichen 5 Etagen abzuschließen und gegen den Team Rocket Boss heute zu kämpfen. Mal sehen, ob wir so weit kommen. Also doch, eigentlich ist es geplant. Wird unser Ziel auf jeden Fall sein. Aber wir müssen halt noch die ganzen Trainer hier besiegen. Und das sind nicht wenige. Ne? Das sind recht viele. Ihr habt sie schon im letzten Part mitbekommen. Haufenweise Gegner. Aber auch wieder zusammengeschnitten von mir, weil, wie gesagt, das tut man sich nicht nur... Das tut man sich nicht lange an. Und wieso bleibe ich in Kamgama-Kampf drin? Christi hätte so leicht sterben können jetzt, ne? Zum Glück nicht. So, hier ist ein Item, was wir noch mitnehmen. Ach ja, wir haben keine Item. Die TM27. Ich weiß nicht, warum die hier so wenig Itemplatz in diesem Spiel haben. Ist so unnormal. Pfund. Ja, gut, okay. Ne, das ist jetzt keine gute Attacke, die man mitnehmen sollte. Aber dich nehmen wir mit. Jedenfalls werden wir auch in diesem Gebäude noch einen neuen Encounter bekommen, ja. Ich weiß nur nicht, ob wir den behalten oder nicht, weil ich habe auch keine Ahnung, ob er oder ob dieser Encounter das Pokémon ist, was ich denke, oder doch ein anderes wird. Das werden wir denn natürlich sehen. Und dann muss ich entscheiden halt, ob wir es behalten oder nicht. Obwohl, eigentlich könnt ihr ja auch gerne schon mal jetzt reinschreiben, bevor ihr das nachher seht, ob wir das Pokémon behalten oder nicht. Warte mal, Roxana ist doch vom Typ Eis, oder? Ja, da hätte ich am besten eigentlich Steinwurf machen sollen, aber das hat auch so gereicht. So langsam müssen wir Chrissy bald mal wieder trainieren. Ja, ich merke schon, er wird eher so ein Angreifer sein. Weil von seiner Verteidigungsbase auszugehen, das ist eher schwach. Also wirklich schwach. Chrissy hält halt leider gar nichts aus. Aber wenn er einmal rinhaut, dann haut der den Pokémon komplett um. Oh, Tauboga ist jetzt kacke. Tauboga ist jetzt richtig Müll. Zum Glück haben die kein Tauboss-Herz derzeit. Aber ich überlege, ob wir Donner vielleicht doch Hades beibringen, weil das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich weiß halt nicht, ob Elektro in dieser Gen als physische Attacke zählt, also im Allgemeinen physisch ist, oder im Allgemeinen speziell. Das ist ein Problem. Wenn ich es wüsste genau, dann hätten wir ja kein Problem. Dann würde ich das einfach ihm beibringen, wenn es physisch wäre, und dann easy. Könnten wir easy die ganzen Gegner besiegen. Aber ich habe die Vermutung, es ist speziell. Achso, das war die Schärfeattacke, stimmt. Die nur Porygon Z hat. So, und langsam werden die Trainer echt langweilig mit ihrem unterentwickelten Pokémon, oder? Naja, was soll man machen, ne? Hallöchen! Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich doch retten, oder? Vielleicht überlege ich mir noch. Es wäre fatal, wenn Team Rocket die Sylphscope oder unsere Pokémon übernehmen würden. Also die Sylphscope haben sie übernommen, aber nicht die Pokémon. Haha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Sylphscope. Nein, um ehrlich zu sein, wusste ich, dass du ein anderer Forscher bist. Vor allem, erklärt mir mal bei dem Sprite, was ist das da ganz unten bei seiner Hose? Ist das ein Kuhäuter? Ich muss ehrlich gestehen, früher habe ich als Kind gedacht, das wäre ein Kuhäuter, was er da unten zu hängen hat.
Ist ein bisschen weird, dazu denken, glaube ich, aber das sieht halt so aus. Das ist für mich halt kein. Wie soll man sagen? Keine Klamotten. Also, nein. Es sieht halt wirklich so aus. Sorry. Ihr könnt einmal gerne reinschreiben, was ihr darin fantasiert. In diesem Sprite. Vielleicht werde ich so mal ranzoomen, damit man das eher erkennen kann. Aber um ehrlich zu sein, erkenne ich das halt daran. Die Forscher mit dem Euter. Mit dem Euter-Sprite. Ach, guck doch mal. Das ist doch kein. Nee, das ist nicht das. Nee. Das sieht aus wie ein Euter. Ach nee. Jetzt habe ich das erst. Okay, vergiss mit dem Euter bitte ganz, ganz schnell. Es ist nämlich die Rückseite vom Forscher-Kittel. Ich glaube, jetzt ist das richtig, weil, nee, das andere, was ich gesagt habe, war definitiv kein Euter. Das ist schwierig. Aber komm, wieso lässt man so viel Fantasie? Das bringt eigentlich auch beim Kittel gar nicht so viel Sinn, aber es ist halt der Kittel, denke ich mal, weil... Weil das halt nach unten so ein bisschen hängt. Ach, es sieht halt ulkig aus. Es sieht halt so aus, wie es ist. Nämlich ein Euter. Oh Mann, ich lese schon, wenn ich die Kommentare wieder unter dem Video sehe. Schwierig. Aber schön, dass ich meine Gedanken mit euch teilen kann. Und ihr die vielleicht nachvollzieht oder auch nicht. Ich glaube, bei dieser Aussage werdet ihr definitiv mit mir nicht einig sein. Aber vielleicht gibt es ja einige unter euch, die auch dachten, ey, warum hat der Forscher einen Euter unten dran? Und mit diesem Video habe ich euch geholfen. Es ist kein Euter, es ist das Kittel. Das Kittel vor allem. Vor allem, wie kann man so lost sein wie ich und daran denken? Weißt du, an alles kann ich doch denken, aber nicht an einen Euter. Wie komme ich denn auf einen Euter? Was habe ich für kranke Fantasien in meinem Kindesalter, ey? Uff. Leute, ich hatte eine normale Kindheit in Öhringen, ja? Ich habe draußen immer im Buddelkasten gespielt oder ein bisschen Fernsehen geschaut oder auch ab und zu mal hier und da am Rechner ein bisschen gespielt, aber ich habe nicht andere Sachen betrieben und wir hatten auch keine Forscherfamilie, die verrückt war und sich in Euter unten ranlassen wachsen haben. Lol. Jedenfalls, das hatten wir nicht. So verrückt waren wir nicht. Aber man sieht halt, als Kind hat man richtig viel Fantasien. Und sieht die Dinge anders, als wenn man jetzt mit knapp... Naja, ich bin 22, ich wollte gerade sagen mit knapp 30, aber... Ha, ich bin erst 21, ich werde noch 22. Und übrigens, wenn ihr in 3 Tagen, also wenn ihr dieses Video seht, müsste, glaube ich, sogar der 18. sein. Denkt dran, ich habe da Geburtstag. War doch denn der 18. Ja. So, nächster Trainer, bitte herkommen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie es hier rund geht mit Ihrem... Oh, das ist niemals der Kittel, ey. Ich kann mir den einfach... Es ist zwar der Kittel. Nein. Ich glaube, der Forscher wird mir jetzt die ganze Zeit fertig machen. Oh Mann. Aber es ist genauso wie der Sprite mit Kadabra im Kampf. Da sah das für mich immer aus wie so eine Katze. Wie so eine liegende Katze. Das sah halt wirklich so aus. Und jetzt denke ich mir so, Junge, das ist einfach nur Kadabra im stehenden Modus. Also, ich weiß auch nicht. Als Kind hat man Fantasien, die sind nicht mehr feierlich. Und ich habe ein Problem. Hades ist sehr doll angeschwächt. Da möchte ich eigentlich nicht rüber wechseln.
Aber solche Fantasien sind eigentlich recht interessant mal zu haben. Oder solche Gedanken, weil man hat ja immer diese gleichen Pokémon trainiert als Kind und dann fällt ihnen so auf, Junge, du hast früher gedacht, das wäre eine Katze. Das ist einfach nur das Pokémon in einem stehenden Modus. Mit dem Löffel in der Hand und kein Schwanz. Oder der Forscher, den ich jetzt entdeckt habe, dass der kein Kuh-Euter hat, sondern einfach nur einen normalen Kittel. Oh, die Silph-Score ist schon wieder erledigt. Was? Ist die Silph-Score schon erledigt? Oh Gott, ich kann auch nicht mehr lesen, ey. Ach, Ebene 7. Ey, wir kommen langsam so langsam dem Ende zu. Junge, ich muss mal echt Bubble lernen hier. Das geht ja nicht mit mir. Ach ja. Noch mal so ein Porygon-Train. Oh, aber ich finde, das passt. Zum Forscher ein Porygon passt immer gut. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir diese Porygon kalt? Gut, dass meine Entscheidung auf Andy fällt, war jetzt auch nicht schwer. Warte mal, was hat der gemacht? Hat der jetzt meinen Typen? Oh nein, das ist so ein Oschi. Nö. Oh, zum Glück. Ey, Kopfnuss ist Rettung gerade gewesen. Ja, Georock, ganz easy mit Blizzard weggehauen. Junge, Rizoros, alles Klärchen. Jo, damit haben wir dann endlich auch diesen Trainer besiegt. Ich glaube, auf dieser Ebene gab es sogar nicht mal so viel mehr. Oh, doch, hier gab es noch eine ganze Menge. Das habe ich wohl komplett aus den Augen gelassen. Ups, naja, machen wir jetzt halt schnell, ne? Also schnell. Ganz entspannt. So richtig schön entspannt. Oh, Alter, ist ein dickes Pixie. Warte mal, bei Pixie könnten wir eigentlich Christoph einsetzen, aber ich weiß nicht, ob Chrissy noch eine Attacke überlebt. Aber wir probieren es mal aus. Wenn nicht, ist nie so schlimm, haben wir eben Pokémon verloren. Das waren übrigens sarkastisch gemeint an der Stelle, ne? Chrissy, bitte nicht böse sein. So, muss das jetzt dein Ernst sein? Ich muss jetzt Pokéflöte einsetzen. Mach weiter, Gesang. Ich liebe es. Der kann Metronom. Der kann also alle Attacken. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich riskieren soll, aber komm. Du killst es jetzt, ne? Das ist ein Pixie. Ich hab Angst um Chrissy. Okay, hier verzichten wir drauf. Das muss gewechselt werden. Oh, der Sprite von Magma ist ja cool. Das merke ich ja jetzt erst. Ich glaube, vorher kam noch kein Magma, oder? Ich sehe jetzt erst, dass der Sprite eigentlich in Pokémon Gelb richtig mega ist. Weil wenn man das überlegt, in Pokémon Blau und Rot war dieser Sprite so. Also wirklich nicht schön. Und hier ist der echt gut. Na gut, liegt auch daran, dass hier jetzt Farmen verwendet werden. War ja im Pokémon Blau nicht der Fall, dass da viele Farmen verwendet wurden. Ach ja, und im Übrigen habe ich ganz vergessen. Wenn ihr geheilt werden müsst, hier oben ist eine Dame, dort könnt ihr euch ausruhen beim 7. Stock. Und dann können wir weitermachen. Oder könnt ihr weiter kämpfen. Ist mir nur eben gerade aufgefallen, wo ich es gesehen habe. Also für diejenigen, die nach draußen gelaufen sind, um nochmal zu heilen. Eine Sorge, ich hätte es auch jetzt gerade gemacht. Hätte ich das nicht mehr, wäre mir das nicht mehr eingefallen. Ein Turtok. Oh, da ist ja Nelly schon ganz positiv vorne. Saug einfach aus. Kannst ein bisschen dran saugen an der Riesenschildkröte. Sollte man echt nicht zu vielen Leuten sagen, die armen Schildkröten.
Oh, Schlurp. Ich finde den Sprite irgendwie immer noch weird. Ich glaube, ich habe den aber schon mal, ich habe euch das schon mal erzählt, dass mir Schlurp so ein bisschen weird vorkommt, auch nur wegen der riesenlangen Zunge. Ich weiß nicht, warum ein Pokémon diese Zunge benötigt. Vor allem, ich will nicht wissen, was da für eine Hornhaut drauf ist. Der leckt ja alles an. Ist das jetzt dein Ernst, Chrissy? Macht nicht denselben Mist wie letztes Mal. Dankeschön. Aber nee, auf diese. Die Zunge ist schon fast ein drittes Standbein bei denen. Ach, ich wollte doch wechseln. Ja, anstatt zu wechseln, bleib ich drin. Ja, gut. Ich würde sagen, jetzt können wir so oder so wechseln. Obwohl, wir könnten auch Pokéflöte verwenden, etc. pp. Aber hey. Ich denke mal, der wird jetzt nicht nochmal. Der ist klug. Der ist klug, derjenige. Aber ich bin besser. So, lass ihn jetzt hier verschwinden von der Bildfläche. Das geht gar nicht. Team Rocket-Mitglieder, ey, die machen mir halt kaputt. War hier sonst nur ein Item? Nö. Okay. Frisch geheilt geht's jetzt in den 9. Stockwerk oder 8. 8. oder 9. Stockwerk. Ich feier schon, welchen Stockwerk wir gerade sind. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Ah, doch, beim Kabador-Trainer schon. Weißt du, anstatt ein Carpador kannst du mir doch einfach ein Garados gönnen. Ein richtig dickes Garados, was mich richtig zerfetzen würde. Hier unten Reitschuh ist jetzt auch nicht viel geiler. Obwohl ein Reitschuh, es ist schon schön stark, ne? Muss man schon sagen. Ja gut, Donnerschock macht kein Damage, wa? Aber was ich positiv finde, ich mag den Sprite. Für Hades ist es positiv. Ich liebe den Sprite hier in Pokémon Gelb für Raichu. Ich weiß nicht, warum ich den später in anderen Generationen nicht mehr so feiere mit Raichu, aber hier in dem Abteil mit dem Sprite ist der mega. Hilfe, ich hab Angst. Keine Sorge, ich bin schon unterwegs. Wir machen hier alles futsch und ich glaube, das ist wirklich der 10., der 9. Stockwerk. Weil ich kann mich daran erinnern, danach kommt nur noch... Ja, genau. Danach kommt nämlich nur noch ein Stockwerk, wo wir einen Trainer haben und dann sind wir komplett durch, Leute. Und ihr habt es ja gerade gelesen. Der 9. Stockwerk. Oh, und hier geht es nochmal richtig zur Sache mit einem richtigen Austoss. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich hoffe mal nicht, der ist so schlau und setzt Aurora-Strahlen. Bitte, KI, hab keine Intelligenz. Okay, gut. Ich wusste nicht, dass Nelly den sofort umbringt. Alter, Nelly mit Absorber. Überlegt mal, ich habe immer noch Absorber. Und Nelly rockt einfach alles. Ah, schön. So, die Items schnell geschwind mitnehmen. Auch wenn wir jetzt schon wieder keinen Platz haben. Hat mich schon dezent aufregt. Aber den Elixier möchte ich gerne aufheben. Komm weg damit. Bin so ein Verschwender. Oh, hier war früher Erdbeben drin. Bedeutet, das kann fast jeder lernen. Und das Klammergriff, natürlich so eine nutzlose TM. Ah, Mann. So, die letzte Ebene, Leute. Und dann sind wir hier komplett durch den ganzen Komplex. Und dann können wir uns gespannt auf den Weg machen gegen Team Rocket. Oder zumindest gegen den Boss. Und ich bin echt glücklich, dass ich gerade gewechselt habe zu Chrissy. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich Chrissy reinwechsel oder nicht. Oder vorne lassen, meine ich mal. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich sehr gelohnt. Er ist ja sowieso noch 2 Level unter den anderen. Jetzt nur eins natürlich. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, dass er jetzt vorne ist und ein bisschen trainiert. Und Alter, das ist für Chrissy gemacht, der Kampf. Alter, willst du mich verarschen? Das ist wirklich für Chrissy gemacht. LOL.
Ja, wo ist denn der Slimer? Der Slimer passt nicht hier. Das muss mal weg. Der Slimer passt ja überhaupt nicht mal im Team. Lol. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Etage wieder. Dort geht's ja nämlich weiter. Ach, zum Glück haben wir das jetzt geschafft. Meine Güte, ey, das war aber auch eine ganz schöne Tortur hier. Immer hoch und runter. Jetzt können wir weitergehen und hier ist der nächste Kampf gegen Gary Eich. Was? Was hat dich denn so lange aufgehalten, Tristan, Mensch? Entschuldigung, der Turm war voller Team Rocket, Leute. Ich wollte einfach mal ein bisschen Vergnügen mit denen haben. Ich wusste es, dass du wieder einmal mit denen Spaß haben würdest. Naja. Du kommst ja auch immer wieder hier vorbei und willst wahrscheinlich gegen den Boss kämpfen, wa? Vielleicht bist du ja schon zugesetzt geworden durch den Kampf gegen die ganzen Team Rocket, Leute. Ich sollte mal dich jetzt ausproben. Alles klärchen. Gary, dann will ich mal sagen, du zeigst mir mal deine Einheiten hier. Deine Pokémon. Alter, diese Levelkurve macht mich ja fertig. Cool. Ich freue mich, Level 38. Passt. Bin ich glücklich mit. Das ist mal ein richtig anstrengender Kampf jetzt. Mal was Spannendes hier im Leben. Auch wenn wir natürlich den Nachteil haben, wir dürfen halt nicht wechseln. Also wir haben ja die Wechsel auf Folge. Den Kampfstil auf Folge. Ach komm. Das ist schon wieder sehr unnötig, der hat Abraham in der Mitte. Wie wir alles wegfetzen. Oh Mann, ey. Aber ist halt positiv, ne? Andy kann halt gegen alles. Außer vielleicht gegen den Kingler. Bei Kingler bin ich sogar nicht mehr so sicher, ob Nelly dagegen was hat. Weil ich weiß nicht, kann der Eisattacken oder kann er nur... Ah, der kann normal und Wasser, okay. Ich war der Meinung, der konnte doch irgendeine Eisattacke. Aber da bin ich mir selbst nicht mehr so sicher. Ist auch nicht so schlimm, egal, wir machen es sowieso weg. Der wird uns keine Sorgen bereiten. Aber man muss halt sagen, unser Team ist einfach zu gut aufgestellt. So, Snobillycat ist sein letztes Pokémon. Ja, eigentlich kann da Christoph gegen austeilen. Ich glaube, Snobillycat kann jetzt nichts Besonderes. Ich hasse diese Attacke. Die ist einfach, die tut richtig weh. Naja, jedenfalls, Snobillycat kann nicht richtig was machen. Easy Kampf. Gary, du musst noch ein bisschen üben. Oh Mann, du bist einfach zu gut geworden, Mann. Du könntest gegen den Team Rocket Boss sogar gewinnen. Shit, verdammt. Ach, naja, Tristan. Wenn du das noch kann ich zwar noch nicht beenden, aber ich werde es irgendwann tun. Ich werde jetzt mich erstmal ein bisschen stärker weiterentwickeln und dann in der Pokémon-Liga gehen und die Top 4 besiegen. Also, bis dann. Dann viel Glück, Gary. Ich weiß nicht, ob du das jemals schaffen wirst. Oh, du bist kein Team Rocket, aber kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank, nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ihr dürft entscheiden, ob ich das Taubos behalten darf oder nicht. Es liegt in eurer Macht. Eigentlich würde man hier einen Lapras bekommen, aber da wir ja keinen Lapras bekommen haben, brauche ich das doch nicht vorlesen. Denn Lapras ist dafür bekannt, dass es über Wasser surfen kann. Sagen die einfach nur und mehr ist es nicht. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse! Und James! Wir sind Team Rocket und so schnell wie das Licht. Gib lieber auf und bekämpft uns nicht. Miauts, genau. Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Ach, schon wieder Hades, Philipp und... Rubin, die gegen uns kämpfen wollen. Mann, die lassen uns aber auch nicht in Ruhe, wa? Schlimm, die drei. Vor allem jetzt kommen sie mit einem Machomai aus dem Petto hier. Die lernen dazu, die drei. Aua. Okay, man muss doch sagen, das war ein Volltreffer, aber trotzdem, aua. Das lasse ich aber mir nicht hier so sitzen.
So, als nächstes ein Kabuto. Ah, okay. Gut. Gegen den Kabuto habe ich jetzt keine Angst, ne? Das ist also als Mauzi geworden, Leute. Ein Kabuto. Ein Retter, dein Ernst? Junge, wieso machst du nicht einen Arbok draus? Ah, ihr drei müsst echt noch Pokémon lernen. Geht gar nicht. Ah, das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen. Mal wieder. Ja, würde ich mal jetzt auch behaupten. Das war ja jetzt wohl ja nix. Ach Leute, ey, müsst ihr echt noch Pokémon üben. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Team Rocket Boss. Ah, Tristendo, das sollte ich lieber sagen, Gitendo. Ich habe deine Mario Party Let's Play gesehen. So trifft man es sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit El Presidente. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Das werde ich definitiv nicht zulassen, dass ihr solche Gespräche mit dem Fürst und dem sehr wahrscheinlich noch den Meisterball abkrallst oder sowas. Ganz zu vergessen, aber du kommst schon mit einem Magma an. Magma ist ganz gut jetzt, ne? Denn wir können mit Krabhammer dich weghauen. Denke ich mal. Ah, nicht ganz. Ich denke aber auch nicht mehr, dass er irgendwelche Items einsetzen wird. Also der wird schon sich jetzt denken, yo, ciao Magma. Und ein Tauboss hat er... Oh, warte mal, bei Tauboss? Stimmt, wir haben Hades. So, da würde ich sagen, machen wir am besten Steinwurf. Steinwurf sollte, denke ich mal, auch ausreichen. Aber Tauboss wäre schön... Also an sich ist Tauboss auch ein cooles Pokémon. Auch echt noch in dieser Gen ein bisschen stärker als in den nächsten folgenden Gens. Aber ich würde es jetzt nicht direkt im Team reinpacken. Also jetzt Notfall-Pokémon vielleicht, aber soll im Team... Würde uns jetzt nicht viel helfen, würde ich mal sagen. Oh, nein, wieso Konfusstrahl? Hör auf mit dem Müll. Nein. Hades. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, guck hin, wo du zielst mit deinem Erdbeben, aber du schaffst es. Ja, also, ne, war ja jetzt wohl einfach. Spaß beiseite, also. Wir sind halt sehr gut trainiert. Achso. Verdammter Mist! Du hast unsere Übernahme des Silfko vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Gitendo, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Giovanni, du wirst es wohl nie lernen, ne? Ich kann es dir echt nicht verübeln. Warum bist du nur so? Oh, ich danke dir für die Rettung der Silfscope. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir nur bloß meinen großen Dank aussprechen? Oh, ich bin so reich. Ich könnte dir vielleicht was abgeben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Nein, ich kann es nicht aufnehmen. Es ist der Meisterball und ich kann es nicht aufnehmen. Warte mal, wir machen einfach... Belasto. Ach komm, weg mit der TM. Oh, er schmeißt eine TM weg. Nein, Spaß beiseite. Ist sowieso nur eine Luschen TM gewesen, also... Egal. So, gib mir den Meisterball. Der ist schon eine Hausnummer für sich, Leute. Gut, dann sind wir hier mit der Silfscope fertig. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Däumchen nach oben da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von Pokémon Gelb wieder. Also bis denne und ciao.